Frame Drops, ja, sowas hätte ich auch gerne, aber. Was ist eigentlich halt los? Ich habe echt viele Frames, über 40 Grad. Hundi, tschüss du mal, ich hab grad. Boah, ich hab einen Flatter Hand. Danke. Kommt so Folge 5, 6, 7 oder so. In Minecraft. Was ist das Gap in die Luft, Creeper? Jetzt nicht, das Hundi. Jetzt gerade dabei ist nur Patrick. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe die Musik viel zu laut. Aber was bringt es eine Aufnahme, wenn man meinen Kollegen nicht hört? Welchen Kollegen? Du bist mein Kollege. Achso, ich dachte, wir haben noch Erika hier. Das Erika aus dem Spiel. Da hat sie nichts getan. Nö. Nö, sehe ich nicht. Was siehst du nicht? Erika aus dem Spiel zu lassen. Will ich auch nicht. Aber brauchst du das Cobblestone? Ich? Ja, du brauchst das so gern damit. Ich baue gerade mit Cobblestone, aber nee, warte nicht. Ah, du hast was safe. Brauche ich bestimmt noch. Ja, gut. Oh, fuck, 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 scheiße! Was ist? Offhand, ich hasse dich! Oh, fett? Oh, die andere Hand, Offhand. Achso, ich wollte gerade sagen, er hilft eine Diät. Okay. Nee, ich schwimme die ganze Zeit einen Wasserfall hoch, ne? Um auch um leicht von oben nach unten zu kommen. Ich schwimme hoch, wo oben die Tür aufmachen, klick rechtsklick und mach damit die Wasserquelle weg. Und damit ist abgetrieben worden. Das hört sich ja toll an. Ja, zum Glück auf den zweiten Ausgang. Das Schöne ist, der zweite Ausgang ist näher an mein Ziel, wo ich hin möchte, als der andere. Deswegen wird es sogar Sinn ergeben, den zu nehmen, weil ich vergesse jedes Mal, dass der existiert. Speichen. Da bist du. Wie ich? Nö. Ich löse nur kurz deinen Lapis auf. Wo hängst du eigentlich gerade rum? Ich sehe dich aber nicht. Also, große. Ja, ich sehe dich aber nicht. Warum nicht? Vielleicht, weil ich in der Nähe bin. Weil du nicht guckst. Ja, kann auch sein. Gang, 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 graben, gang, 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 graben. Was war das? Schnell gehen die Hyänen um. Ich
Niklas, wusstest du, dass hier von Gängegraben der einzigste YouTube-Video ist, das ich hochgeladen habe auf meinem Kanal? Nee, wusste ich nicht. Ich wusste nicht mehr, dass ich den Kanal habe. Ey, mit was schreibe ich dich denn an? Stimmt! Jetzt wird mir so einiges klar. Ist aber auch privat. Aber über meinen Steam-Account kann man überraschenderweise darauf zugreifen. Wie macht man eigentlich diese Eisenketten, die du gemacht hattest mal? Du brauchst Eisennuggets. Da brauchst du ein Eisen für in eine Werkbank rein. Da kannst du gleich 9 Stück davon machen. Warte, Eisennuggets habe ich, ja. Dann packst du oben in der Werkbank ein Eisennugget rein, darunter ein Eisen, darunter ein Nugget. Oh, danke. Bitte, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Muss ich noch eben ein bisschen Kohle klauen? Ich hab welches dabei. Oh. Ich hab 42 habe ich gerade im Inventar. Ja, ich will nur ein paar Laternen machen. Mich das, weil ich bin gerade dabei, das Ganze hier auch versuchen zu gemütlich einzurichten. Mit Seelensand kannst du blaue Laternen machen. Nee, das würde nicht so geil hier reinpassen. Wollen wir eigentlich noch einen Grabstein machen für Andi? Nö, der kriegt keinen Grabstein. Warum? Grabsteine kriegen für mich nur NPCs, die wichtig waren. Wie zum Beispiel Flubi. Ist er tot? Flubi ist damals 2013 gestorben. Das war ein Magma-Schleim, den ich versucht habe zu züchten. Der ist einfach despawned und hat bisher in jeder Season über im Hintergrund einen Grabstein gehabt. Ich hoffe, du siehst ein, dass er auch hier einen Grabstein bekommen wird. Ich freue mich schon, wenn wir den Friedhof der Kuscheltiere bauen. Friedhof der Kuscheltiere? Ja, dann sterben alle, die gestorben kommen dahin und werden respawned. Gefällt dir eigentlich die Story von Minecraft? Ich wusste nicht mal, dass es eine Story hat. Ja, das ist der einzigste Isekai-Game, den ich kenne. Du stirbst in einer echten Welt und landest dann irgendwo mit überpowerten Kräften in einer anderen Welt. Du schlägst Bäume erstmal kaputt. Ja, das ist die Story. Offiziell von mir ausgedacht. Ja, und die halt die Fresse. Du bist nur da, um den Mund zu töten, vor der ich Angst habe.
Das ist eigentlich genug Platz. Ach, eine Reihe geht noch. Hast du eigentlich mal irgendwo eine Wüste gesehen? Was habe ich? Eine Wüste gesehen. So ich Sand. Ich habe Kakteen geholt, dann werde ich an der Wüste vorbeigekommen sein, aber es ist weit weg. Wo bekomme ich Sand für Glas her? Ich will nicht die Strände bei uns, also ein paar Strände haben, die nicht, will ich nicht wegmachen. Ich wollte demnächst sowieso, so eine Map craften und dann ein bisschen Erkundungstour machen. Da mache ich mit. Ey, wo bist du? Ey, was soll das denn schon wieder? Warum? Was passiert? Ich glaube, ich bin der schlechteste Hundebesitzer, den es gibt. Bisher sind alle meine. Ich glaube, ich hatte bisher 4 Hunde gehabt oder so. Wir sind alle ertrunken. Passiert. Bei mir ist noch Papagei in Luft gesprengt. Vielleicht bin ich schlechter. Ja, aber ich bin ja so schlecht. Meine gehen Suizid freiwillig, um mich loszuwerden. Das ist natürlich schon. Da kann ich jetzt nicht mithalten. Meine Tiere haben zumindest nicht Suizid gemacht. Du hast nicht zwischen Eimer mit Wasserinventar, oder? Nee, aber wir haben mal 4 Eimer bei uns in der Kiste irgendwo. Könntest du mir Gefallen tun? Wenn man Zeit hättest? Ja, du weißt doch, wo mein Dixi-Klo war, auf dem Feld, dieses Gebäude. Ja. Da warst du auch verlassen, weil du unten bist. Nein, aber du kannst, ein bisschen abspülen. Da ist Scheiße runtergefallen. Gleich raus. So, schmeiß ich kurz meine Sachen hier. Sie müssen Platz im Inventar hier rein. Ach, das wird ganz cool. Ach, ich will Wasser holen. Ach, jetzt regnet es auch noch. Perfekt, hast du Wasser. Ja, jetzt brauche ich nicht mehr abspülen. Ach, ich spüle trotzdem ab. Wer weiß, da sind noch Spielreste dran. Wasser kommt. Danke. Ich weiß das zu schätzen.
heißt, wir sauber. Hey! Ja, alles sauber, setz danke. Nur nach ganz oben, sonst kommst du nicht da raus. Ja, ja, ich glaube, ich kann so ein bisschen unten, muss ein bisschen abbauen. Soll ich den Wasser mal runterlassen, notfalls? Nö, nö, nö. Du kannst gerne mal runterkommen. Hier unten ist eine schöne Jauchegrube entstanden. Eine was für eine Grube? Hm. Eine Jauchegrube. Was denn ist das denn? Jauche ist scheiße. Ach so. Sagt man das in Holland so? Das sagt man im Mittelalter so. Ach, hier machst du deine Farm oder was? Ja, dieser Raum ist für die Eisenfarm nachher. Oh, cool. Ich will eine Eisenfarm machen, weil ich Eisenmangel habe. Danach kommen die anderen dran. Also ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, aber wir haben Eisenmangel. Ja, ich war auch letztens noch mal und hab Eisen geholt. Ja. Nur im Ofen drin. Aber es geht so schnell weg. Das stimmt. Vielleicht, wenn ich so Bock habe, eine Minecraft-Bahn zu bauen, dann brauche ich Sterfleisen. Ja, ich habe das Problem auch. Wenn ich schon hier bin, kann ich ja gleich einmal gucken, was ich hier habe, was ich brauchen kann noch zum Bauen. Wir haben mehr Diamanten als Eisen, das ist schon mal ein Statement, finde ich. Ja, wir haben mehr Diamanten als andere, was wir brauchen. Komm, wie viele seid ihr denn? Wie viel? 2 Uhr. Ah, ist ein dritter. Ich glaube, der möchte nur Futter gab für noch mehr. Ich brauche ein paar Blumen. Für Dekoration. Warum schmeißt euer Essen einfach weg? Da. Und ich brauche noch Clay ein bisschen für hier Vasen oder wie das heißt. Töpfe. Ja. Ist was. Ja. Es wird wieder Müll abgeholt. Mal sagen.
bin manchmal überlegen, ob ich die Villager frei umlaufen lassen soll, aber... Ja, finde ich sehr gut, diese Einstellung. Die sterben. Ja, vielleicht sollte man überlegen, die doch mal ein bisschen in Gefangenschaft zu halten. Ja, bis du irgendwann deine Fenster eingesetzt hast und wieder drinnen schlafen können. Kann ich jetzt sofort machen. Bis wir es mit Wolle ein bisschen dicker haben, dauert's noch, ne? Ich hab kein Schaf. Ich mag Schaf auch nicht so. Aber ich kann... Also, Wollefarbe ist eh noch geplant. Die ist sogar sehr simpel zu machen. Ich habe aber Materialien für einen nur. Super, die Fenster sind drin. Gut. Also fürs untere Ding. Aber hier ist trotzdem halt noch ein bisschen Loch, ne? Hm. Ich wollte gerade die Villager freilassen. Die haben auch schon ihre Freiheit gesehen. Da hast du die wieder weggenommen. Ja, warte mal ganz kurz. Ja, die kriegen sie gleich wieder. Kühe könnte man auch mal wieder schlachten. Ich habe hier noch gar nicht angefangen zu schlachten. Ja, ich schon einmal, aber nur weil ich für ein NPC ein bisschen Leder braucht, um zu verkaufen. Ich lasse mal die Villager frei. Passt schon auf die auf. Okay, wir wollen lieber da bleiben. Oh, wie schön. Wird gemütlich, ne? Versuch mal. Ich hab noch nie so ein geile Xy-Klo gesehen. Achso. Naja, aber ziemlich eintönig mit der Farbe. Warum? Da kommt noch Farbe. Da kommt noch Pflanzen rein. Roter Teppich. Schon vielleicht so mit so. Keine Ahnung, andere Holzarten reinzubringen? Nee, will ich nicht.
tropische Eiche, Fichte oder. Oder was in jedem guten Wohnzimmer gehört, Niklas, weißt du, was da reingehört? Hm. Ein Komposter. Den kannst du gerne hier mit reinmachen, aber nicht hier mit auf dem Weg. Ich hab kompostiert. Ich mache jetzt. Oh, eine Treppe. Führt die hin? Ah, auf die Treppe. Ah, I see me. I see me. Mhm. Ich weiß nicht, was du damit vorhast. Genau das hat sich damit vor. Plan. Meine Pläne gefallen den meisten Menschen nicht, aber ich habe sie. Ich brauche einen Zombie für die Minecart. Ich frage mich, ob ich kein Eisen immer habe. Vielleicht verschwende ich das zu sehr. Ich kann dir Eisen geben, wenn du möchtest. Ja, ich brauche dann Eisen nicht. Ich habe besseres Eisen. Mein Eisen. Ehrlich erfarmt. Mein Eisen ist auch ehrlich erfarmt. Das habe ich selber so gefarmt. Meint es ehrlich erfarmt. Ach so. Was für ein Tag war ich heute? Wir haben Tag 122. Aber können wir Spielzeit gerade langsam mal auf normal anheben? Aber Tilda will doch noch mitspielen. Normal reicht. Eigentlich würde ich auch schwer anheben, aber ich wollte keine Ansprüche stellen. Danke. Versuche ich nochmal Lagerfeuer zu craften, ob ich das noch weiß. Holzstämme, war da irgendwie Kohle? Was war noch? Sticks oder so, ne? Oder? Ich schau mal in meinem Buch nach. Ja. Unten kommen Holzstämme hin. Und das sind drei Reihen. In der Mitte eine Kohle und um die Kohle herum kommt Sticks. Geht nicht. Mitte Kohle. Ja, habe ich. Darunter die drei Felder. Holzstämme. Ja. Stämme. Ja, Stämme. Fichtenstamm habe ich jetzt. Und um den Kohle herum. Also die drei Felder dort. Sticks. Ach, nur die drei. Also ich habe komplett rumgemacht. Okay. Geht. Ich habe nichts gesagt. Okay. Muss ich auch hoffen. Hinterfragt der Meister nicht. Und es dampft nicht an der Treppe durch. Das ist, habe ich, glaube ich, gut gemacht. Das haben wir ganz wichtig, dass man auf einer Seite kein Dampf hochgeht, weißt du? Ja. Aber du weißt, der Dampf damit in dem Block und ja, sammelt sich dann und da kannst du später Schaden kriegen, weil da zu viel. Ach so. Dings ist. Nee, ich baue CO2. Noch. Ich baue noch in der Fantasie noch so ein Ding nach oben. Hm. Weißt du, was ich meine? So ein Schornstein. Ja, das okay. Kennt alles.
eines Tages gehe ich zu dir und klaue das Bambus, um mir Gerüstblöcke zu machen. Die ist doch jetzt schon für alle. Hm? Kannst du jetzt auch nehmen. Ja, aber dann muss ich erstmal zu dir gehen. Oh, der NPC ist bei mir. Ich war erst einer zu dir gegangen, die anderen Gerne. Wollten rumstehen. Ich finde, der Raum ist cool geworden bisher. Jetzt. Könnte ich eine Weltreise machen, wa? Bringst mir Sand mit? Kann ich machen, ja. Mal alles hier reinschmeißen. Wie viel Glas brauchst du denn gerade aktuell? Ein Stack würde, glaube ich, erstmal reichen. Den kannst du von mir jetzt auch gerade haben. Gefärbte Glasscheiben schon? Gefärbt doch nicht, aber ich hab Glas. Hm. Nee, ich hol's mir später ab. Gerade brauche ich ihn nicht. Ich muss auch fertig bauen, dann kommt das. Ich brauche nur nachher für die Deko. Wenn wir in dem späteren Hauptgebäude in den Öfen deine Seilboote gespielt hast. Da brennt gerade ein bisschen Sand. Und um den Kisten habe ich auch noch ein bisschen Glas drin. Aber auch nicht so viel. Aber über den Stack ist das schon. So. Dann mache ich mir jetzt als nächstes eine Map. Aber auf Level 3 oder 4 oder 5 oder keine Ahnung. So weit wie geht. Ja. Dazu brauche ich Blätter und eine Kompass. 1, 2, 3, 4. Ja, und einen Kartografentisch. Was auch immer ein Kartografentisch ist. Damit kannst du rauszoomen. Weil ich glaube, das. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man es noch mit dem Inventar machen kann. Auf jeden Fall kann man dann Kartografentisch-Dings machen. Achso, lol. Ich hab ja auch B-Rechte, stimmt ja. Da war ja was. Muss ich mal kurz D offen. Was hat ja der Kompass eine ganz andere Funktion? Ah, hast du hier Teleportation-Dings hier? Ja, jetzt geht's nicht mehr, okay. Wo hast du dich denn teleportiert? Einmal durchs Lager. Ich drück so einmal einen Linksklick und dann, wo bin ich denn jetzt vorm Start? Und dann ist das Lager plötzlich. Da brauche ich bestimmt noch mehr Zuckerrohr. Was für ein Level bist du eigentlich? 21. Levelt man irgendwie schneller aktuell? Nein. Oder? Nein. Weil ich bin schon bald Level 40 und. Weißt du, ich hab einfach gut gefarmt. Obwohl die Hühner haben, glaube ich, viel rausgeholt, ne? Ja. Aber 40 ist schon hoch. Ich bin zwischendurch ein paar Mal gestorben, um Essen aufzufüllen, wo ich noch keins hatte. Dann müssen wir uns dann nur noch kümmern. Ja.
Ein was? Ah ja, Bücherregal meinst du. Ja. Eventuell finde ich ja was Cooles in der auf meiner Reise. Meine Highlight wäre ja sowas wie Menschen, ne? Ach ja, ich muss leere Karte erstmal aufklappen, ne? So. Ah, die reicht nicht unendlich. Jetzt sind wir hier. Mal gucken, wie weit ich rauszoomen kann. Das ist das Maximum? 4 ist Maximum? Dann ist das wohl Maximum. Ja, ich hab keine Ahnung, was Maximum war. Sieht auch so aus, ich sehe aus wie ein ganz kleiner Punkt. Dann lege ich mal ein bisschen Blätter da rein und dann gehe ich mal. Und durch mein Essen wieder geholt habe. Obwohl, ja. Kann ich bei dir direkt noch ein paar Samen loswerden? Bei mir Samen? Ja, Weizenkörner loswerden. Achso, was sind immer in der Kiste rumfliegen? Bestimmt. Weizenkörner habe ich sehr viel rumfliegen. Ja, deswegen. Ich weiß noch nicht wo. Ich schmeiß bei mir mal bis aktuell mal irgendwo immer alles rein. Ja, ich nehme mal 2 Stacks und werde die mal los. Und die Kakteen müssen wir auch mal anbauen. Ein paar mehr von haben. Ah, ich sehe deinen Namen. Hi, Niklas. Ja, hi. Du warst über mir. Oh, hi. Wo warst du eigentlich gerade? Also, wo bin ich? Du bist unter. Ja, aber unter was? Unter deinem Grasbewegung, also von mir aus gesehen. Okay. Ja, kann ja schon sein, dass ich die halbe Welt umgereicht habe. Regulieren während des Tanzes. Dieses Akt des Fütterns. Schon sehr gefährlich. Ja, und schon 31 Federn wieder rausgeholt. Ach komm, ich muss nicht übertreiben, das reicht. Werden wir alle sterben. Ja, durch Fütterung. Ich habe auch Homeschooling-Aufgaben zu machen. Mal los.
geh einmal am Rand lang, ja, Patrick? Ich denke, wenn deine Wüste drauf ist, werde ich es finden. Hm. Ist okay. Habe ich sonst noch irgendwelche Besorgungen zu machen, wenn ich was finde? Notier die Koordinaten, wenn du mal schönes siehst. Wollen wir Tag machen? Kannst du schlafen? Aktuell? Ja. Ich kann's versuchen. Aber hier sind Schafe, ich lass sie. Ich wollte nicht schlafen. Ja, aber ich kann auch nicht schlafen, ich bin unterwegs. Oh. Ja, dann schlaf bald nicht, dann mache ich die Nacht durch. Okay. Ich geschlafen. Ich will nicht so sein. Oh, hier ist ein ordentlich Birkenbio. Hm. Ich kann nicht schlafen, was dann hier? Ist doch nicht mehr. Okay. Ist Vollmond, weil ich bin gerade im Sumpf. Hm, ich will schlafen. Woran erkenne ich denn den Minecraft im Vollmond? Weil du den Mond anguckst und er voll ist. Ja, ich meine, das ist ein Kreis, ne? Wollen jetzt so Schleim oder nicht so? Ich bin gerade auf den Leften jetzt. Danke. Ja, wir haben Vollmond, sollten in Dunkelbiomen mehr Schleim spawnen, aber gefühlt stimmt das nicht. Ja, das stimmt schon. Ja, ich sage auch gefühlt. Nur woran erkenne ich, ob es wirklich Vollmond ist? Ach, ja, Villager seid ich zu dämlich für alles. Ich? Was habe ich hier getan? Die Villager. Villagers. Ach so. Ich bin auch ein Bewohner. Bewohner unseres Dorfes. Heimat unserer nächsten Generation. Ein Stand, eine Säule für den Aufbau. Ja, was auch immer was. Gleich haben wir ein neues Kind. Ja, wir haben ein neues Kind. Und jetzt wichtig, wo habe ich Wolle? Und das Skelett, der hat eine Goldrüstung an. Man kann die Map doch eigentlich auch aufhängen, ne? Ja, im Bilderrahmen. Hm. So, ich bin jetzt beim Bienenstock. Kann man das abbauen? Gott, ich weiß nein. Ach ja, ich wollte Wolle suchen, ich hätte wieder ein. Irgendwo gab es Spaß. Ich hoffe, du gehst hier mit einer Schere an. Nur in der Vorschau keine Schafe suchen. Wolle. Ich weiß, irgendwo in der Kiste hatte ich Wolle gehabt. Ich brauche Leder, heißt für mich Kuh töten.
Finde ich auch schrecklich. Warum ist im Moment kein veganes Leder? Können das doch Veganer mit sich vereinbaren, eine NPC-Kuh zu töten? Ja. Und wie ist das? Mögen Veganer Doris? Warum sollten die nicht? Weil die, weiß nicht, so Tiere töten. Auch wenn die meisten tot sind. Kommt auf die persönliche Einstellung drauf an. Weil ich sehe darin ja nichts Verwerfliches, aber manche Menschen ja schon. Verlockt. Verlockt? Wie im Zug? Ich hätte gerne die Möglichkeit, Diamantenscheren zu craften. Da bin ich auch verlockt. Hey, Schleim, bist du immer noch da? Oh! Eisen brauche ich. Er macht eine Schere. Mit das, kennst du den besonderen Unterschied zwischen Eisen und zwischen Stein und Holz Druckplatten und Eisen und Gold Druckplatten? Verschiedene Druck. Was ist der Unterschied zwischen denen? Kann ich dir nicht erläutern gerade. Material. Die Funktionsweise ist anders. Ja, muss verschiedenes Gewicht sein. Genau. Was hast du für die Schallplatten? Ich frag nicht, was der Wildschirm in der Höhle macht. Ja, mein, ne? Wenn man nicht weiß, ob ich das machen soll, gib mal mein. Da hat sich mein Ratschlag zu Herzen genommen. Ich geh immer Schafe suchen, weil. Ich hab nicht genug Wolle. Ich habe alle Wolle schon gekramt, die ich habe, und das sind 9 Stück. Oh, ich habe Schafe gefunden. Wie schnell hätte ich gedacht. Die waren beim Hinterberg. Ist ein Schaf. Aber ein Schaf ist besser als kein Schaf. Und 2 Schaf wäre perfekte Anzahl. Oh, eine Biene.
Und ein neuer Hund! Willst du ertrinken? Ja, du willst ertrinken, du bist jetzt meiner. Ich muss nur erst fragen, hast du einen Seepferdchenausweis? Hast du einen Schwimmführerschein gemacht? Oh, Blümchen. Ich hab dich gesehen. Ja, und jetzt bist du nackt. Kein Schaf entkommt meine notgeile Schere. Oh, Kürbisse. Die Welt ist viel größer, als man sich die vorstellen kann. Wie zum Endlich. Um diesen klugscheißer Antwort gebe ich dir recht. Meike Feld ist nicht unendlich. Du kannst sie auch noch vergrößern, obwohl du das Ende erreicht hast. Aber es gibt doch auch Zahlen inzwischen, wo das Ende ist. Ja, da wo der Void Border ist. Übrigens, wir haben Vollmond. Ehrlich? Ja, laut Mond, ja. Mal gucken, ob ich noch einen Sumpf bekomme. Dann gehe ich auf Schleimjagd. Aber bezweifle ich jetzt erstmal. Ich bin nach Hause, ich habe gerade genug Wolle. Ich könnte dreist sein, mir schon mal etwas Honig holen. Ah nein, die hat keinen Honig, nein. Ist drin. Hallo, ihr Mumus. Nee, ich hab Phantome. Ich kann schlafen gehen, wenn du magst. Gleich. Ich würde schon sagen, auf jeden Fall schlafen. Okay. Gib mir einen kurzen Augenblick. Okay, noch nichts im Bett.
bin beim Bett. Liege. Tag. Falsch rum. Hundi. Ich hab dich ja gern, solange du lebst. Aber bitte geh mir aus dem Weg. Aber nur solange du lebst. Weil du tot bist, vergessen. Nicht mal ein Bild hängt von dir an der Wand. Ich hätte einen Hund. Seegras kann man da auch einen Helm machen, oder? Nein. Das ist das, was Schildkröten droppen. Ja, auf Schildkrötenpanzer kannst du einen, kannst einen Helm machen. Ich hab noch keinen Panzer bekommen. Ja, dein Pech. Aber ich hab ja. Seegras. Nein, Schildkrötenhelm. Ich hab keine Ahnung, wie du den craftest. Villager, du hast kein Zuhause, dann komm mit. Keine Sorge, das Mitkommen muss nicht freiwillig sein. Entschuldigung, wollte ich nicht schlagen. Warten, bis Nacht ist. Kann man Villager viel leichter locken. Oh, hier ist eine Wüste.
bin schon durch 16 Biome gelaufen. Und du? Wo kann man das sehen? Unter Achievements. Options. Wo sehe ich Achievements? Unter Fortschritte. Ach so. Ja, und jetzt? Ganz runter scroll bei Abenteuer. Und ganz unten da, ich glaube, das war ein Diamantenschuh oder so etwas da war. Damit Abenteuerzeit, ich entdecke alle Biome. Ich habe 25 von 42. Ich hoffe, es wird bald Nacht. Ach, meine Schaufel ist jetzt kaputt. Was ist los? Mit der Musik. Ich frage mich, was mit den NPCs sind. Ich würde euch so gerne in euch zu Hause führen, aber ihr wollt ja nicht mitkommen. Hey, guck mal, ich will gerade fangen. Geh ins Boot rein. Ich muss sagen, die Villager-Babys in Minecraft sind schon ein bisschen süß. Ich bin ein Wüstentempel-Patrick, Tempel? Der schon gelootet ist. Nicht von mir. Alles gut, da ist Sand drin, das brauchen wir. Kisten noch. Ja. Baby meint es gefangen. Und das TNT wurde natürlich mitgenommen. Sicherheitshalber, bevor noch ein Flitzt wird. Also da, wo ich bin, da war schon mal jemand. Ich will jetzt gerne echt gern. Wo ist meine Villager hin? Oh, da ist ein Pillager-Lager. Aber fall die. Ich will keinen von denen töten. Nachher mache ich einen Überfall. Wenn man sieht, wo man zu Hause ist, ist alles gut. Ach so, ich dachte schon. Ich habe eine XP-Erfahrungsflasche. Ohne zu cheaten, das ist doch mal was ganz Rares, glaube ich. Ich kann auch ja traden, würde dann. Ich will die Banner haben, aber.
kann ich doch neben die Banner, ohne dass mir was passiert, ne? Ist eigentlich kein Gebote. Ja. Kennst du dich mit Bannern aus? Ich weiß nicht, was es da zu wissen gibt. Also, das ist eine coole Banner zu machen. Oh, bald können wir schlafen. Gerade nicht, ich brauch die Nacht. Ich hab's mit Phantom gerade ein bisschen zu tun. Kann ich mir ein Bett machen? Nee, noch nicht. Also hier hört mich alles an. Das, also da ist gerade Phantom gestorben. Das wollten wir wieder neue, ne? Das heißt hier, wenn ich Tag machen, wenn wir Tag machen können? Gleich ist es soweit. Immer noch ein bisschen. Ich mach schnell. Ach, fick dich, Zombie. Okay, Tag. Tag machen. Das kenne ich die Phantome mal. Jetzt muss ich gleich nur, weil ich unten überlebe. Ach, scheiße. Also ich habe keinen von denen getötet, von den Penisnasen. Ja, Problem ist jetzt gerade, ich habe... Wenn du jetzt da reingehst, dann hast du aber beide Probleme. Wer geht wo rein? Das Problem ist, weil es Tag ist, zu früh, ist schon Eisenwohnung gespawnt. Das geht, das kann mich gerade ein bisschen stören auch. Ein Vorhaben. Dann töten wir die halt. Mhm. Das ist ja das Problem, die haben Menge Leben, das wird sehr nervig. Dann töte ich sie halt. Schlagen die zurück? Ja. Achso, dann kriegen die mich glaube ich um, oder? Mhm. Wir sind 1, 2. Ich brauche 1, 2, 3, 4. 6 Stück brauche ich, ich habe 5, bald, hoffentlich. Ich kann sagen, mit etwas Glück kann man die, kann ich die Eisenbullenfarben zwar nicht fertig bauen, aber ich kann den Betrieb nehmen. Bald. Ich brauche nur noch einen Villager hier unten. Oh, Menno, was soll das? Musst du das jetzt machen? Was habe ich gemacht? Nicht du, der Eisengolem. Ach gut, wir haben den Dschungel auf der Map drauf. Hm. Gehst du bitte hier raus? Was soll das? Villager, ihr wisst, was Mobbing ist.
Ach ey, Ruckler. Oh, komm raus in die Ecke, Junge. Schnelle Pende. Ihr sollt alle raus aus die Ecke gehen. Geht in die Ecke. Das ist auch keine Nicht-Projektivität. Ich hoffe, es wird bald Nacht, da ist es viel einfacher. Da geht ihr in euren Betten und ich kann euch gut einbauen. Wenn es Nacht wäre, wäre alles so viel einfacher. Nur ein bisschen rumzunörgeln. Wenn ihr jetzt da reingeht, dann. Ey, willst du mich verarschen, Junge? Ha. Oh, ihr wollt mich doch aber verarschen. Ihr geht genau dahin, wo ihr nicht sein sollt. Und ich bin doch so nett und lieber schon euren Gefängnis. Schenke ich euch sogar Fackeln. Euer Gefängnis. Aha, geschafft. Oh, stopp, deine Mutter fährt rückwärts. Piep, piep, piep. Ist das bei dir? Ja. Was ist das? Nein, in-game. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich meine Runde fertig gezogen habe, dann mache ich eine Pause von der Aufnahme und gehe wieder zum Bäcker. Krieg ich auch was? Was möchtest du haben? Eine Puddingbrezel? Ich glaube, was haben die ja nicht. Irgendwelche Puddingteilchen? Ich bin tatsächlich, wenn es zum Bäcker ist, ein großer Freund von belegten Brötchen. Auch wenn die immer so teuer sind. Aber ich finde, die schmecken so gut. Naja. Das ist auch nichts anderes, was du zu Hause drauf machen würdest. Ja, aber halt so eine Frikadellenbrötchen, mit nur Kraut drauf ist, Remoulade und so. Ich habe schon Hunger. Ich bin gerade ein Biom, wo nur Erde ist. Oh, Erde? Ja, kein Gras halt. Sagt mir nichts. Mir auch nicht. Den habe ich ja erwähnt. Finde ich faszinierend. Das bemooster Stein. Brauchst du den? Kann ich, glaube ich. Ja, kann ich selber craften. Brauche ich nicht. Der Piepen kommt näher und näher, Patrick. Ich glaube, deine Mama kommt. Ja, glaube ich auch. Ach, der Bruch bleibt echt ein.
Ach, Eisen wurde sogar nicht gewettet. Du hast eine Wette laufen mit dem Golem? Ja. Was dagegen? Ach, erstmal ist okay. Schieb das nachher. Ja. Natürlich, Reagan. Sing a Rain Man. Geh mal weg, da Villager. Geh du auch weg, Creeper? Okay. Danke, dass du gestorben bist.
Alles schon ist da. Oh. Ich bin zurück. Ja. Ich habe kein Fleisch mehr dabei. Sieht ja schön erkundet aus. Das connecte ich mal, meine Pause. Warte mal kurz, die Eisengolem-Farben sollte theoretisch schon funktionieren. Aber die kann ich mir auch mal angucken, theoretisch. Ja, angucken brauchst du nicht. Funktioniert. Hoffe ich. Denke morgen. Eigentlich hier oben Eisengolem. Wie machst du das? Ich würde dir das gerne zeigen, aber ich habe alles vergraben und ich will sie wieder aufgraben. Auf jeden Fall sind da Eisengolem mit Betten, die ein Dorf symbolisieren. Wenn ich das Spiel, aha, hier ist ein Dorf, dann dürfen jetzt Eisengolem spawnen. Und spawnen denn welche bei uns denn? Wenn da genug Golem. Hoffentlich nie, weil die die Effizienz von meinen Eisengolem-Dings hier beeinträchtigen können. Wie was beeinträchtigen? Die Sporen von den Eisengolem können die beeinträchtigen von mir jetzt. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass wir oben auch ein Dorf haben. Na gut, dann mal jetzt aber mal. Hm. Weglegen, damit die Phantome weg sind und dann disconnect. Adios für das nächste Folge, die wieder Stunden angeht. Hallo? Hallo? Goodbye, thank you. Warum ist hier ein NPC? Eine Pimmelnase. Die sind überall. Die Pimmelnase sind echt viele geworden hier. Finde ich richtig cool. Brauche. Coole Musik im Hintergrund. Wenn ich mich beim Spielen wohlfühle. Weil es ja uncut ist, da kann ich Musik im Hintergrund einfach laufen lassen. Wo ist denn Pimmel?
Nee, das nicht. Ich will was ganz anderes machen. So, wenn es mal fertig geladen hat. Und bist du schon weitergekommen? Ich habe gar nichts weiter gemacht. Alles klar. So, was ist meine Mission for this day? Ich sehe dich! Durch das Fenster! Hier unten! Ich sehe dich! Hey, NPC, kann ich wieder handeln? Oh, ich kann wieder handeln. 22 Karotten für 1 Smaragd. 6 Kürbisse für 1. Also, das riecht günstig. Ey, ich weiß, ich habe mit denen gehandelt und weißt du was? Hm? Bei mir ist. Weißt du, was bei mir da steht? Hm? Warte, ich lese da gleich mal vor. Ach, ruckelt gerade. Ne, 21 Emerald, 21 Karotten für 1 Smaragd. Gib mir den Preis. Ich hab mich angefreundet. Ach, Freundschaftspreise werden ja schon gemacht, alles klar. Hm. Also, wie sah es aus mit Schafe? Haben wir nicht, ne? Noch nicht. Also, ich habe hier geschert. Aber ich werde doch eine Farm bauen. Ich habe sogar gesehen, in der Kiste unten hast du theoretisch ja auch alle Ressourcen benötigen. Aber erstmal kommt das Wichtige, dein Villager, der Farmer, bekommt nochmal ein Update. Ne? Kann ich mir auch leisten. Und? Hau nicht ab. Zwei Emeralds gibt es 18 Cookies, Niklas. Wie macht man Knochenglöcke? Ich glaube Knochenmehl. Aber wie genau? Aber ich denke vielleicht nochmal 9 auf 4x4 Feld. Weiß ich nicht. Den ganzen Werkbank voll. Okay. Ja, Entschuldigung. 9x9 meinte ich dann mit ganzen Werkbank. Auf 3x3 wäre. Meine Werkbank ist eben größer. So, jetzt habe ich Dingensblöcke und kann was wieder anfangen soll. Die sehen schön aus. Sehen die das? Ich finde die ja. Ich finde die jetzt nicht so Mann. Geil. Wie bist du denn da hingekommen? Geh runter mit dir. Mal gucken, wie Knochenblöcke aussehen anstatt Holz. Finde ja was weißes, edles an sich. Da kannst du auch Marmor nehmen. Hm, was kannst du nehmen? Marmor. Aber ist teurer. Will ich jetzt gar nicht so behaupten. Aber ich finde, Knochen bekommt man, glaube ich, schon schneller als Marmor. Und ich will nur sicherstellen, Marmor machen wir beide Quarz. Was macht ihr denn jetzt? Okay, ich finde es ja nett, dass ich hier Betten hat, die werden gleich in Benutzung genommen. Ist ja schön. Ist es Nacht? Die NPCs sagen ja. Okay, dann ja.
Wird sie auch. Ja, die suchen ihren Betten und damit setzen die ihren Umpunkt. Ey, mein Bett ist weg! Welches Bett? Was hier drinnen war? Das hier hingesetzt. Warum? Ah, Digga, das ist egal. Diesen Block hier darfst du nie abbauen. Warum? Richtig. Weil der sonst seinen Job verliert. Der Farmer. Und ich habe ihn weit gebracht in sein Leben. Weil schau ihn mal an. Schau mal, was er kann. Er ist Geselle. Na dann. Wenn der Geselle ist. Wenn ich das. Ist das richtig? Das, der Block ist anders. Nein! Ey! Nee, den nimmst du jetzt in dein Inventar. Lass doch mal. Das ist Griefing. Griefing auf einem hohen Niveau. Weil du die Blöcke nicht mal wegnimmst, du machst sie einfach nur hässlich. Obwohl hässlich ist eine Beleidigung dafür, also, weil sie auch. Patrick! Was denn? Ich dachte, das fällt ja gar nicht auf. Oh Mann! Was ist das, Digga? Was ist das an der Wand? Was ist das? Na, jetzt raschelt er auf, Patrick! Hör mal auf! Er spukt, Digga! Er ist ein Poltergeist! Ich will mich so fast Tobi anrufen. Mein Ghostbuster. Fickt euch einfach. Ich hab keinen Bock, wenn Druck hebt, dann tue ich euch nicht. Manchmal frage ich mich, ob, wenn die Schwierigkeit hochstreht, ob die Monster auch mehr XP droppen. Nein, das tun sie nicht, das kann ich dir gleich jetzt schon sagen. Ich weiß. Warum fragst du mich denn noch? Weil es schön wäre. Ohne hättest du nicht gerne mehr XP. Ah, doch schon. Ah, nee, brauchst du übrigens Betten? Ich hab noch ein paar Inventar. Hab ein paar zu viele gecraftet. Aber platziere einfach mal. Ich würde gerne irgendwann woanders platzieren. Aber, ne? Können wir erstmal mit hierher. Bleib draußen! Bleib draußen! Ist bei dir Hallo! Kaputt gegangen? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt geruckelt. Ich habe gehört, dass irgendwie dein Werkzeug kaputt gegangen ist oder sowas. Oh, meine Hose ist kaputt! Also können wir es einfach lassen, ne? Ich habe ein paar Betten zu viel gecraftet. Ich hab jetzt keine. Was soll denn eigentlich die Schiene darstellen? Keine Ahnung. Hat was, dachte ich. Hast aber falsch gedacht. Echt? Wenn ich jetzt noch eine Falte mache, die sind von der Tischdecke. Hast du noch ein paar? Nein, die hast du nicht, weil ich immer auch, weil ich immer auch sitze. Gut, dass wir es geklärt haben. Man muss eigentlich schlafen legen, es ist dunkel. Ist ja egal, wer ich dafür benutze. Jetzt wollen die wieder arbeiten. Ich platziere ein paar Komposter. Und wie es sich gehört, auf Komposter kommt eine Fischnoll-Stufe drauf. Erhöht die Effizienz.
Es ist die Frage, das stimmt, was ich gesagt habe, oder stimmt das nicht? Was hast du gesagt? Tut die Fichtenholzstufe auf dem Kompost die Effizienz erhöhen? Nein. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Aber was tut sie wirklich? Er sorgt dafür, dass die NPCs sich draufhüpfen können und so machen die Felder und sich nicht kaputt. Also im Endeffekt ist die Effizienz nicht gesunken dadurch. Hey Villager, ich hab was für dich. Mehr Karotten. Und ich kaufe jetzt dafür Cookies ab. Ich glaube, ich hab Cookies. Yay. Guck mal, Cookie. Guck mal, auf uns. Auf uns. Veganer. Du bist Veganer? Nein, du. Warum bin ich jetzt ein Veganer? Ich habe einen Käse gegessen, nur Fleisch gegessen. Warum bin ich jetzt ein Veganer? Weil wann schlägt man denn einen, weil er Veganer ist? Also ich finde, Tradition in Deutschland. Also ich finde, man sollte Veganer auch die Chance geben, auch, ne, zu respektieren. Nicht einfach direkt boxen, wenn man Veganer ist. Ich finde, du solltest die Meinung ein bisschen respektieren. Welche Meinung? Ja, vegan. Ich dachte, eine politische Einstellung, die so rechtsradikaler oder Weihnachtsmann zu sein. Ach so. Das will ich nicht diskutiert haben. Weil sobald es anders radikal wird, sollte man nicht mehr sich darüber unterhalten. Hm. Hello, Cam. Hallo. Niklas, guck mal, die haben Figi gemacht. Weißt du, was richtig witzig ist? Ich laufe in deine Richtung, weiß genau, ich werde unterwegs Werkbänke finden. Ich weiß, ich habe gesehen, wie du an meiner Werkbank dran warst. Ja. Das Gute ist, ich gucke in die Richtung, ich sehe 1, 2, 3, 4 direkt. Mit jeweils 3 Blöcken Abstand.
3, einmal 2 und einmal nochmal 3 Blöcke Abstand. Was ist hier hinten, Niklas? Was ist das? Ah, ist noch eine. Guck mal, ich finde das halt unterhaltsam. Von hier aus guckst du die Ansicht, ne? Das ist halt schön. Diese Marke nicht platziert. Die habe ich nicht platziert. Ich auch nicht. Ich habe die aber doch platziert. Ich hab's aber nein, ich finde dich halt. Da platziere ich keinen. Aha! Was ist hier unten? Das ist nicht meine. Glaube ich. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich gehe von aus. Aua! Was denn? Was soll das? Entschuldigung, ich dachte, du wärst ein... Gott, welches Monster ist denn weiß? Ein Skelett! Welches Monster ist denn weiß? Ein Skelett. Also, man kann das doch mal verwechseln. Ein bisschen mehr Respekt, ja? Nein, kann man nicht. Das sagt derjenige, der dich gestern mit der Blume verwechselt hat. Mit was verwechselt? Ich habe dich ja gestern mit der Blume verwechselt. Oh, Niklas, warum hast du die Felder kaputt gemacht, du Arschloch? Hä? Wo denn? Hier hinten. Wo bist du? Hier. Und sag doch einmal hier und ich schlag dich. Wo bist du? Hier hinten. Hä? Bei meinen Feldern, da wo das Holzding steht. Ach, da hinten bist du, ja, ist da. Du hast die Felder kaputt gemacht hier drin. Das war ich nicht. Was zum Wohl. Was ist das überhaupt da hinten? Felder. Wenn er hier steht. So. Ich nehme das erste Mal Eisen aus der Eisenfarm raus. Bei wem findest du cooler? Zorro oder Waffi? Zorro. Ich habe letztens nämlich eine Umfrage auf meinem YouTube-Channel gemacht, ne? Wen findet ihr cooler? Hm? Da haben 0 Leute für Waffi gestimmt. Ich glaube, was gerade geil war. Oh, ich dachte, der Eisengolem, der gerade gestorben, also gerade im Sterben ist, hat mich noch von Zombie gerettet. Der gerade dank meiner Schuld stirbt. Das ist so von Ausnutzung. Brauche ich noch mal Ready Redstone? Da ist Ready Redstone. Oh, und hier ist ein Eimer, ein Fass. War es nicht so? Was habe ich?
Ich guck mal, man Spender wie Craft. Ach so, craftet man den. Hätte ich mal sagen, hätte ich mal schon vorher sagen können, dass man ihn so craftet. Entschuldigung. Boah, ich freue mich eines Tages im Lager, war ich bei denen schnitzen. Aber eines Tages werde ich überall Mülleimer verteilen, die alle Items aus dem Martin Lager hinbringen. Glaubst du, das machst du? Nein, aber es ist nur Vorhaben. Genau wie heute meine Hausaufgaben erledigen. Ja, es ist ein Vorhaben. Ja, aber wie heißt es so schön? Langsam ernährt sich das Säugetier. Und wie heißt es so schön? Die Ameise trägt alles 10-mal ins Nest. Die beschwersten Sprüche aus der Natur gibt es in dieser Folge. Bekannt aus Buch und Fernsehen. Du hast ein Buch gelesen? Ja, ich lese den Blutnebel aktuell. Ah. Und da geht es um solche Themen? Nee. Aber hätte ja sein können, dass du es kennst. Aber würde mich wundern, wenn ich schwarz kenne. Wenn der Hauptcharakter nicht schwarz ist, kenne ich es nicht. Ich kann dir versichern, es ist ja keine schwarz bisher. Von den wichtigen Leuten. Ja, aber die wichtig sind. Das beantwortet doch für die Frage. Hä? Es gibt noch Schwarze, die wichtig sind. Nenn mir einen aus Obama. Layton? Professor Layton ist weiß. Nee, Layton ist doch dunkelhäutig. Professor Layton ist weiß. Layton ist ein Vorname. Warte mal. Professor Layton. Naja, ganz schwarz ist er auch nicht. Aber er ist braun. Das ist doch schon Anfang, oder? Ja, es ist ein Anfang, er ist braun. Braun ist der Anfang zum Schwarzwerden. Ich weiß nicht, ob das wirklich rassistisch ist oder Spaß ist, was wir hier sagen. Wann fängt denn der Spaß für dich an? Da, wo der Rassismus aufhört. Nicht, wo der Spaß endet, Patrick, wo der Spaß anfängt, war die Frage. Ja, da, wo Rassismus aufhört. Also, wir übertreiben das jetzt so lange, bis der Rassismus aufhört. Weißt du, wie das alles hier einfacher wäre? Nee. In Game Mode. Ja. Dann will ich dir nicht widersprechen.
Kann man... Leg sich pennen und hier für ein Bett, Niklas. Ich hab die an den Ecken überall verteilt. Kannst du bitte aufstehen? Hi. Ich hoffe, die Villagers kommen mit Cookies füttern. Ich brauche mehr Babys. Dann haben wir eine Villager-Armee. Okay, die essen keine Cookies. Was habt ihr nur Brot essen? Brot macht Fett. Auch Karotten und Kartoffeln. Brot später auch. Ich hab nur Sachen vom Feld. Doch, alles, was sie selbst ernten können, denke ich. Warum guckt er mich so an? Was ist dein Problem? Junge, geh weg. Ich danke dir. Was war das? NPC hat Schaden bekommen. Hast du ihn geschlagen? Nö. Ich habe übrigens mal einen Strike bekommen. Hm. Wovon? Weil wieso? Ich nicht erlaubterweise Alkohol in meinen Aufwand trinke. Hm. Habe ich denn jemals was getrunken, mein Auf? Na gut. Ich will da gar nicht drüber reden jetzt gerade, ich soll nicht überlegen. Ich glaube, da gab es einige Momente. Hey. Ich habe da was für dich, Niklas. Hier. Hier. Wo denn? Hier oben. Dafür sind gute Maschinen gestorben. Gute Maschine oder gut? Ach da. Hast du gerade Mohn gegessen? Ja. Davon kann man die essen. Davon wird man Hai. Oder Gewicht. Also auf Gewicht hält diesen Panebel. Der eine, der stand, der soll da auch stehen bleiben, ne? Oder einer. Hm. Ach, das ist nicht klein gemacht. Okay. Ja, Fabi. Passt dir hier was nicht? Alles. Warum? Was denn? Zum Beispiel, dass hier kein Bambus ist. Was soll hier Bambus sein? Warum liegt der Streu? Warum liegt der Streu? Warum liegt der Heu? Du bist echt ein Kind. Oh, ich hab grad geile Mucke im Hintergrund. This is on the bus, Sonic Racing. Kennst du das noch? Ja. Ich habe letztes Mal dir das Opening angeguckt bei auf YouTube. Guck mal, ich hab auch ein Lifehack gesehen, wie man so besser bauen kann. Sonic Racing.
klappt ja wirklich. Was? Gut Lifehacks zu kennen. Bei den Stühlen machen, ne? Ist aber so, du musst ja mindestens zwei Felder Abstand haben, weil zwei Schilder, ne? Mhm. Jetzt habe ich ein Abstand. Und es funktioniert. Hm. Weißt du, mit einem Zauntor oder so etwas? Ja, ich wusste das. Hm. Also war für mich halt was Neues. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten, bis ich Bücherregale als Dekorationsmittel nehmen kann. Ach, Clay wollte ich doch noch suchen. Stimmt, da war ja. Clayman? Yu-Gi-Oh! Karte? Nee, nur Clay. Dieses, diese Ziegeldinger mal. Da gibt's doch im Sumpf doch so viele. Ich glaube, über unter Wasser. Aber vor allem im Sumpf, da kommst du halt auch easy ran, weißt du. Ich würde mal im Fluss gucken, der bei uns um die Ecke ist, bevor du jetzt im Sumpf läufst. Achso, du bist nicht so weit weg. Na, außerdem lohnt es sich nur zu sein, wenn zufälligerweise. Ja. Warte, Niklas, ich komme mit. Warum? Aus dem Sumpfbüro. Keine Ahnung, ich war auch so rumgekommen. Ich will auch mal die Welt sehen. Ich gehe jetzt noch ganz kurz verzaubern und dann gehe ich runter. Kannst du die Map von meiner Wand abschlagen, dann können wir die mitnehmen. Ich muss kurz mein Inventar ein bisschen entleeren, weil es wieder randvoll ist mit jedem möglichen Scheiß. Kennst du natürlich nicht, weil du dein Inventar ja immer aufgeräumt hast, wie ich dich kenne. Hä? Glaubst du das? Nein. Und Premiere? Ich bin jetzt voll Eisen. Vor allem Rüstung ist mal fast kaputt, nur die Hose ist neu, aber ich bin zum ersten Mal voll Eisen. Meine Rüstung ist auch immer. Meine Rüstung wird wahrscheinlich noch kaputt gehen, während wir draußen sind. Ach, jetzt habe ich mein Fleisch irgendwo hingeschmissen. Ich muss doch gegen den biologischen Fußabdruck arbeiten. Ich brauche Fleisch. Boah, eines Tages muss ich echt mal Lapis farmen gehen. Hey, Digga, das ist ein Zombie-Pigman! Au. Jetzt ist man doch so. Ja, hi. Der sieht irgendwie aggro auf dich aus. Der ist gerade gezielt auf eine Richtung gelaufen. Ach ja, eine Karte wollte ich mitnehmen. In der falsche Richtung. Dürfen halt nur nicht vergessen, damit wieder nach Hause dass, dürfen halt nur nicht vergessen, dass hier das Ding ist. Ich hänge hier so ein Hähnchen hin an die Wand, ja? Hallo. Einfach das Folgen in die Richtung. Niklas, übrigens, guck mal. Hier, komm auf die Karte. Ich habe dein Haus markiert. Ich kann das gar nicht sehen. Unfall voller Banner. Hä? Eigentlich brauche ich den nicht. Aber wir können ja ein bisschen erkunden, wenn ich hier lang laufe. Du kannst ja auch in der. Ach, ich muss gerade lange Aufwand halten. Das ist halt noch nicht erkundet. Pass auf, ein Skelett. Das ist böse. Das ist eine Kriegsbemalung. Bitte ich. Ei! Niklas, guck mal! Warte! Hier ist was! Eine Ozelotte? Was, hier schwimmt! Die nehme ich mit. Wie geht das? In Eimer stecken. Ich wollte dich platzieren. Danke, ich hab ihn. Ich hab das niedlichste Raubtier. Das ist auch noch in Gelb. Die Farbe, die ich haben will. Würdest du handeln mit ihm? Wenn ich da. Gibt's hier mehr Farben? Wir können mal gucken, aber ich glaube ja. Ja, gibt's auf jeden Fall. Ist Gelb dein Favorite? Ich habe eigentlich gar keine Favorite gesehen. Ich dachte, die ist wohl eigentlich nur in Höhlen.
Ja, wo bist du eigentlich? Einfach geradeaus. Ich glaube, ich habe das ein Auge verloren. Ich sehe deinen Namen, keine Sorge. Ah, ich denke es auch. Hi. Was ist das da vorne? Eine Werkbank. Oh, hier ist ein Dorf. Hm? Und leben hier Dorfwohner? Ja, das tun sie. Warum? Bisschen wieder zu tun, ne? Aber hier wurde schon ausgeraubt, oder? Ja. Aber glaubst du, die brauchen die Bette? Nein. Ach, das ist ein Alpengolem. Die wollten auch eine Farm bauen. Die Berufsblöcke interessieren mich, wenn es so ein Schmied gibt. Schon, der muss auch seinen Job haben. Oh, ein blaues Bett. Eine Werkbank. Ein blaues Bett. Eine Truhe. Kann sogar sein, dass ich sogar mal hier bei der Vergangenheit. Wahrscheinlich zu Folge 1 oder so. Lila Bett. Ich denke, wie auch so, Bett. Als Chef von Real Life da kommen da so zwei Randoms aus und bauen alle Betten auf den Leuten ab. Dann sagen sie die Farbe. Ich hab auch kein Bett. Du ein Bett? Nein, hast du nicht. Ich glaube, da haben wir schon alle gut, wo du bist. Ja, wenn die denken sich so, wo schlafen wir jetzt? Oh egal. Hätten die aber bitte gecraftet. Hier ist noch ein Bett. Sorry, Dude. Du musst auch aufstehen. Da noch ein Bett. So, und jetzt gehen wir da, wo wir hingehen wollen. Ah, da ist ein Hund. Wo? Ey, Nick, was soll das? Du wirst ertrinken. Du wirst ertrinken. Das ist ein Hundeszähmungsspruch. So, wir sind jetzt dahinter, ist das Ding. Bevor uns jetzt gleich ein Monster sieht, wollen wir einfach kurz schlafen gehen? Ich hab kein Bett. Also, wenn du kein Bett hast, dann weiß ich jetzt auch nicht, was los ist. Ich hab sogar ein Bett mitgenommen. Weißt du, wo ich bin? Hinter mir. Richtig. Guck mal, hier ist Clay. Ich nehme ein paar Seerosen mit. Solange es sie nur hier gibt. Soll es hier bald nicht mehr geben? Nein, die gibt es einfach nur in Sumpfbiom. Und das wüsste ich jetzt nicht, wo es sonst gibt, natürlicherweise. Im Dschungel? Ab und zu? Nein. Doch, diese Wasserpfützen. Diese Wasserdinger, wie Lava sind, die es da sind hier auch schon. Und nun schon. Hm. Früher gab es mal Clay in Massen, ne? Jetzt nicht mehr. Warum haben die Clay ein bisschen seltener gemacht? Ist doch gar nicht seltener geworden, ich sehe über Clay rumliegen. Ja gut, vielleicht sehe ich irgendwann Shader nicht. Also hier unter dir ist wieder Clay, hier. Genau da. Mhm. Komm Hundi. Oder bleib einfach hier Hundi. Ich gehe jetzt auf große Fahrt. Thank you.
Lenker, weißt du was? Ich frag, ich nehme deine Karte mit. Bevor ich eine große Fahrt gehe, kann ich was für dich machen. Willst du mitnehmen? Ja, bei der großen Fahrt kann ich ein bisschen aufdecken währenddessen. Das stimmt. Minus 350.000, da wohnte ich irgendwo. Ich muss gehen. Oh, da steht sogar was. Unheilvoller Banner. Ja, da wohne ich. Ich wusste gar nicht, dass das betitelt ist. Aber ja, es hat ja einen Namen. Weil wir mega vorteilhaft, da könnte ich. Hm? Ja, ich bin weggefahren. Ja, dein Hund steht hier im Wasser. Ich bin zu schnell weggefahren, da konnte ich der. Oh, ey, ich hab dieses scheiß Gebilde gefunden. Aber Hunde schwimmen doch automatisch, Patrick. Wir konnten ist er ertrunken? Er ist nicht ertrunken. Ich hätte eine Textnachricht gekriegt. Nee, noch nicht, aber du ist er weg. Ah, er ist bei mir. Ja, aber er ist durchgehend über Wasser geschwommen. Hm. Und unter ihm war das sichere Ertrinken. Hm. Aber er hat sich für die Teleportation entschieden zu dir. Anstatt dann ihn jetzt zu beenden. Dumme Entscheidung. Er baut uns hier eine Farm, du wirst nie wieder glücklich, wenn er nie wieder rauskommt. Scharf. Nee. Hab keine Angst, ich habe nur einen Wolf dabei, euer natürlicher Feind. Was ich gerne finden würde, wäre ein Ozean. Sei nicht sogar eins schon da? Sieht nicht so aus. Da ist ein großes Wasserding, aber ich weiß nicht, ob es ein Ozean ist, weil hinter gleich der Land ist. Könnte auch einfach nur sein, dass es ein großer Fluss ist. Oder ich meine das See. Weil Ozean hat einen Vorteil, Niklas. Richtig, da gibt es noch Sachen, wo man finden kann. Ein Ozean ist das einzige Biom, was sich lohnt zu erkunden. Ich habe einen Sumpf gefunden.
Ich würde gerne ein Schiffswrack finden oder eine Ruine. Das sind beides zwei sehr coole Dinge. Ja, du Ertrunkener. Hey, Delfin! Gib mir deinen Boost! Niklas, du bist gestorben. Ja. Wusstest du das? Ja, das hat weh. Ja. Mit Level. Aber die kriege ich Hühner eh ganz schnell da rein. Ich würde auch mal deine Hühner vermehren, am Level ranzukommen. Immer wenn du zu Hause bist, kannst du Kühe von mir also erst paaren und dann schlachten und eventuell Bücher schon mal draus machen. Ich habe tatsächlich was gefunden, um für Sekunden lang so stehen zu bleiben. Einen Brausstand haben. Ich habe hier einen stehen. Hast du hier Hexenhaus gefunden? Nee, aber ein NPC da vom Spawn direkt. Hm. Ich denke mir so, wieso hat das keiner gelootet? Das ist eine gute Frage. Holzhacke geht auch so für, ne? Brausstand. Ich glaube, halt mit der Hand abbauen. Glaube ich, das ist keine Sache, auf die du vertrauen sollst. Holzhacke macht schon. Mann, ey, ich finde keine Ruinen hier unterm Wasser. Wieso hat hier keiner von uns Blut? Das ist voll cool hier, das Dorf. Oh, die Drohnen sind gelootet. Weil das andere wurde nicht abgebrochen. Oh, ich wurde angegriffen. Von Inga. Von Inga? Von Inga. Oh fuck, er bringt mich um. Ich hau ab. Nein, ich kann nicht abhauen. Oh Mann. Brauchst du eine Karte wieder? Wäre cool. Eine gute Quest ist auch zu gucken, wenn ich finde, wo ich sterbe, wo ich gestorben bin. Achso, du bist ja gestorben. Ja. Du hast dein Bett abgebaut, ne? Ja. Bist du am Spawn? Ja. Aber die gleich scheiße Situation, ja? Westen,
Wir sagten ihm das. Unterschätze niemals die Kraft eines Dreizacks. Wir machen echt viel Damage. Ich wollte doch nur kämpfen. Fick die Spinne, ich brauch dich nicht. Jetzt ein Feedback von dir hat irgendwann mal. Red bitte, ich hab noch 3,5 Herzen. Du bist hart unfair. Arschloch. Ich kann nicht mal sprinten. Naja. Oh Mann, ich habe noch 1,5 Herzen. Und ich habe guten Stuff in mir drin. Noch durch diesen Wald und ich müsste zu Hause sein. Problem nur, ein Skelett muss ich hitten und ich bin tot. Ja, ist schon das Skelett nicht Bogen. Ja, Bogen. Ich muss noch 1000 Stück laufen, ist mein Todespunkt. Ja, Skelett. Ja, du siehst jetzt deinen Todespunkt, ich nicht. Ja, Minimum verdank. Ja, wie hast du mir eigentlich erzählt? Ich hab keine Ahnung davon. Das war ehrlich gesagt echt anstrengend. Wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich nicht zurück. Dann lasse ich das Salm direkt nach Hause. Ich würde wünschen, in Minecraft gibt es sowas wie ein Atlas. So ein Buch, wo man sehr viele Karten reintun kann und sich dann automatisch nachblättern. Ich hab noch ein NPC davon, was wir noch nicht gelootet haben. Hä? Ich lauf auch in die falsche Richtung. Och, ich Behinderte. Warte, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Aber egal. Bücherregale. Oh, das ist cool. Ja, finde ich auch. Ich versuche dann gleich meinen Todespunkt wieder zu finden, aber erstmal. Ich glaube, das kann ich jetzt hier finden. Oh, aber was hier ist, sind Schildkröten.
Hast du nicht Sehkraft? War das nicht so? Oder? Keine Ahnung, irgendwas hat mich hier getroffen. Ja, fick dich, Zombie. Ich brauche ich nicht. Krieg die Krise! Ich glaube, ich werde nicht lebend an meinen Todespunkt angekommen. Warum sind hier so viele von euch? Noch einer von euch. Boah, versuchst du, wenn ich so ein Delfin wäre, der mir so einen Boost geben könnte. 106 und...
keine Ahnung. Oh, ich hab einen Plan. Ich hab keine Ahnung. Da liegen meine Sachen. Ich bin so smart. Ich hab meine Sachen wieder. Bis auf ein bisschen XP, was fehlt, aber ey, das ist die 40 irgendwie. Genau so. Ich auch. Ich mach wie Gott, ich gehe in Rente. Und das halt unter sich klären. Ich lasse die Abenteuer in Abenteurern. Das zu Hause. Flüstert dir zu? Name, Doppelpunkt, H, X. Was willst du von mir? Zum Beispiel stand ein Waypoint senden und ich hab den Waypoint gesendet. Aha. Nice, du hast mir was zugeflüstert auf der Entfernung, das kam an. Hey, Pigman, was machst du in meinem Wohnzimmer? Auf jeden Fall habe ich jetzt eine schöne Möglichkeit, Koordinaten zu schreiben, wenn ich Leute zuflüstere. Was habe ich eigentlich für Möglichkeiten zum Cheaten? Diesel, das heißt Diesel. Ach, das ist ein Wortlet-Befehl. Tigerware-Version wie. Naja, ich bin mir so froh, dass ich mit uns Leute wieder hab. Ja, der war wichtig. Ich habe noch nie einen Ocelot gefunden, so einfach so. Ich habe auch noch nie einen gefunden. Wusste es gerade eben nicht, dass die Viecher existieren. Ja, aber die tun existieren. Selbst die Tintenfische verfolgen mich, die verfolgen mich. Also ich schwimme mal wirklich hinterher. Warum? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, die haben Spaß daran. Vielleicht ist das so ein Mobbing-Ding bei denen. Das ist so ein Mobbing-Ding bei denen. Danke fürs Begleiten. Hab euch lieb. Jetzt verreckt doch einfach. Ich brauche ja Fisch, für Katzen. Brust schwarz, das war's. Ciao, war nett mit euch. Ja, jetzt machen wir für die Aufnahme in Katja, wir haben eine Stunde zusammen. Wir sind aufgestorben.
Einmal. Nicht zweimal.